Ey, hallo Leute, ich war hier voll am Abdancen und dann machen die jetzt hier die Musik aus oder was ist das? Die Frechschnodder. So geht das aber nicht. Jetzt bin ich raus. Kennt ihr das, wenn ihr so an Karfreitag tanzen wollt und auf einmal. Ja. So. Dieses Wasser hier besteht übrigens aus Plastik. Zu 73% mindestens. Und hier bin ich, Quadir. Ein besonders herrlicher Tag, findest du nicht? Natürlich. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Beschaffer von wertvollen Arbeitskräften, mein Freund. Du bist Sklavenjäger. Ein garstiges Wort für diese verantwortungsvolle Aufgabe, findest du nicht? Das ist recht. Du bist Assassine? Richtig. Mein Name ist Quadir. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Mit deiner Mutter. Das geht nicht einen feuchten Dreck an. Warum so misstrauisch? Magst du das Volk der Wüste etwa nicht? Doch, klar. Kümmerst du dich auch um entlaufene Sklaven? Hier in Silden sind die Söldner dafür verantwortlich zu erhalten, was ich ihnen bringe. Mhm. Woher bekommst du deine Sklaven? Viele Menschen verstecken sich in den örtlichen Wäldern vor den Orks. Ich suche sie und überrede sie, für die Orks zu arbeiten. Aha. Ich will dir bei deiner Sklavenjagd helfen. Sehr schön, mein Freund. Ich habe gerade erfahren, dass sich im Westen eine Gruppe Holzfäller herumtreibt. Das sind starke Burschen. Wenigstens einen von ihnen solltest du dir schnappen. Was habe ich davon, wenn ich für dich einen Holzfäller versklave? Du wirst schon nicht leer ausgehen, mein Freund. Mein Freund. Zeig mir deine Ware. Woher weißt du, dass der Ware hat? Ich frage nie wieder, das ist... Woran, das ist meine Frage an euch, wovon liegt es eigentlich ab, dass man hier neue Waffen hat? Das hier, das haben wir ja schon, das Chromschwert, das können wir ja erst seit kurzem. Was ist los? Was ist los? Was willst du? Mora! Hast du nichts zu tun? Hast du nichts zu tun? Ich bin Wache. Aber meine Hellebarde ist verschwunden. Ohne Hellebarde keine Wache. So einfach ist das. Ja, das ist okay, Irmak. Das ist dann... Hier, das! Ich habe deine Hellebarde gefunden. Das ist ein Weißhaus, ein Bade. Merke, kannst du den nicht einfach dann nehmen und schwingen? Orgesöldinär. Ach, Quadir, du hast dich jetzt woanders hingesetzt. Ihre Marke, was ist los, Mora? Mora. If I had a Mora, in the morning. Gewiss. Was machst du hier? Ich bin hier der Lagerwart. Mein Name ist Gewiss. Gewiss. Ich stelle die Waren zusammen, die mit den Karawanen in die umliegenden Städte geliefert werden. Okay, was wird denn hier gelagert? Was wird hier gelagert? Brennholz, Fisch und Felle. Ja. Silden versorgt die ganze Umgebung damit. Silden? Brauchst du noch was? Wenn du abreisefertige Güter findest, dann bring sie mir. Wenn die nächste Karawane kommt, muss ich gerüstet sein. Abreisefertige Güter? Ich besorg die Felle. Ja, na gut, ich nehme einfach. Wo bekomme ich Brennholz für dich? Die Sklaven im Gefangenenlager liefern mir das Holz. Sie müssten mittlerweile an die 10 reisefertige Stapel davon gemacht haben. Ja, die schleppe ich alle auf einmal. Woher soll ich dir die Fische holen? Von den Fischern am Fluss. Man hat mir 8 Fässer versprochen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass unser Held hier auch so ein bisschen so ein Hellseher ist. Ich besorg dir Fälle. Dann geh zu den Jägern draußen im Norden. Sie sind mit ihrer Lieferung der 8 Kisten schon überfällig. 8 Kisten dies, 8 Kisten das. Ist das eine Mühle? Ist das hier eine Mühle? Es war mal eine. Doch seit die Orks hier sind, wird sie als Lagerhalle genutzt. Boah, ich habe jetzt total Lust, irgendwas richtig Ungesundes zu essen. Wenn ich dir das Teil verkaufe, bekomme ich Ärger mit meinen Leuten. Wenn ich dir das Teil verkaufe, bekomme ich Ärger mit meinen Leuten. Das habe ich schon, ne? Ja. Ich hätte aber gerne eine bessere... Mai. Okay. Jetzt wird's hier. Jetzt wird's interessant. Scharfer Pfeil. Ich brauche einen Pfeil und Zähne. Ah. Mir fehlt die nötige Erfahrung. Fehlendes Talent, scharfe Pfeile herstellen. Sag mal, versuch's halt einfach und dann kriegst du das irgendwann hin. So wie das bei jedem Kram ist, wo man irgendwas baut und so weiter.
Ich meine, Picasso hat am Anfang ja auch nur Mohrrüben gemalt und so Blödsinn. Und dann hat er das immer wieder gemacht und dann konnte der auch, ja, wäre mal bei den Mohrrüben geblieben. Yay. Was willst du? Siehst du nicht, dass du störst? Störst du nicht, dass du siehst? Was für ein Lager ist das hier? Idiot. Das siehst du doch. Es ist ein Gefangenenlager. Hier kommt ein Morra wie du hin, wenn er uns Ärger macht. Du bist mir auch so ein Morra, weißt du das? Wie laufen die Geschäfte? Schlecht. Ihr Morras seid nicht einsichtig. Aufsässig seid ihr. Statt für mich zu arbeiten, lasst ihr euch von wilden Tieren zerfleischen. Wie, was heißt hier eigentlich wir, Säugetier? Wer ist hier der Boss? Ich bin hier der Boss. Du bist also der Herr dieser Stadt? Nein, natürlich nicht. Umbrak ist der Anführer dieser schmierigen kleinen Siedlung. Und ich hoffe, das ist er nicht mehr lange. Kannst du ein bisschen lauter reden? Ich schätze, du wärst gern an Umbraks Stelle. Umbrak ist verweichlicht. Die Morras in der Stadt haben viel zu viel Freiheit. Na gut. Umbrak ist scheinbar sehr beliebt. Beliebt? Jeder Ork und jeder Morra in diesem Nest hat Angst vor ihm. Ich glaube die Geschichten über seine Heldentaten nicht. Ich würde ihn herausfordern, wenn ich könnte. Was hindert dich daran, Umbrak herauszufordern? Dieser elende Schamane Grompel. Umbrak unternimmt nichts, ohne ihn um Rat zu bitten. Man könnte fast sagen, dass Grompel der eigentliche Herr der Stadt ist. Deine Sklaven werden von Tieren zerfleischt? Richtig. Die Idioten fliehen in die Berge und werden dort von Wölfen gefressen. Ja, dann kann ich die ja kaputt machen, die Wölfe. Sklaven fliehen aus deinem Lager. Ja, zum Henker. Ich werde dem Kerl das Fell abziehen, der sie freigelassen hat. Die meisten Sklaven arbeiten doch. Aber auch nur, weil ich sie dazu treibe. Bist du echt nett. Ich werde dir deine Sklaven zurückbringen. Nein, das wirst du nicht. Töte sie. Alle fünf. Nur so werden die anderen Sklaven wieder gefügig. Okay, das ist auch cool. Ich könnte Grompel für dich töten. Das will ich sehen. Ich sehe, dass es dir ernst damit ist, was? Nun gut, ich würde dir einen Batzen Gold geben, wenn es dir gelingt. Wie viel ist denn ein Batzen Gold in deiner Welt? Die Stadt wird stark geschwächt, wenn der Schamane Grompel fällt. Die miesen Rebellen sollen ruhig kommen. Ich habe keine Angst vor dir. Na gut, wenn du das sagst. Und? Dafür haben sie dich inhaftiert? Wie bitte? Willkommen im Knast, Bruder. Ich war lange nicht mehr im Knast, aber wenn du es sagst. Dieses Lager sieht gar nicht aus wie ein Knast. Lass dich von den offenen Palisaden nicht täuschen, Bruder. Die Orks beobachten jeden Schritt der Menschen hier. Ich bin nicht dein Bruder, Keule. Warum bist du hier? Ich habe versucht, einen Feuerkelch aus der Truhe eines Orks zu stehlen. Bin natürlich dabei erwischt worden. Ah! Also halten Sie mich hier gefangen. Das ist doch Musik in meine Ohre. Erzähl mir mehr über den Feuerkelch. Ich weiß nicht so viel darüber. Ich bin doch kein Feuermagier. Die Orks haben mir den Kelch abgenommen und Zapotec hatte ihn dann in Verwahrung. Ich habe keine Ahnung, ob er immer noch in Zapotecs Hütte steht. Warum flieht ihr nicht? Wohin denn? Die einzige Chance, den Ork-Patrouillen zu entgehen, ist der Norden. Doch in den Wäldern da oben ist es wegen der wilden Tiere viel zu gefährlich. Du lässt dich lieber versklaven, als ein Risiko einzugehen? Unsinn, ich sage nur, dass die Flucht uns nicht weiterbringt. Einige sind schon abgehauen, sind aber nicht weit gekommen. Wir müssen die Orks bekämpfen, Bruder. Ja, das müssen wir unbedingt machen. Ich fange sogar an. Gib mir meine Waffe. Brauchen deine Jungs hier noch irgendwas? Seit einige Sklaven geflohen sind, sind die Orks verärgert. Also hungern sie uns aus, um uns dafür zu bestrafen. Da könnt ihr doch nichts für. Ich will die Orks bekämpfen. Dann hör mir gut zu.
Ich weiß, dass die Orks größere Bestände an Waffen im Haupthaus lagern. Wir brauchen mindestens 5 Waffenbündel, Bruder. Ja, hier. Ich habe Waffen für euch. Gut. Dann gib uns das Zeichen, wann wir losschlagen sollen. Super, stürze dich in die Schlacht mit den Orks und wir werden dir helfen. Scheiße. Scheiße. Ich besorge euch was zum Essen. Okay. Gut, am besten du gehst in die Stadt zu Gambal, dem Koch. Er versorgt die Orks mit gebratenem Fleisch. Sag ihm, wir verhungern. Meinst du, das geht so einfach? Ich habe gebratenes Fleisch für euch. Dank dir. Jetzt müssen wir nicht verhungern. Ich habe hier ein paar Tränke für dich, Bruder. Also, wenn ich jetzt diesen komischen Schamanen einziehe, ne? Heißt das dann, dass die ganzen Rebellen dann hier freidrehen? Ich werde es jetzt einfach mal versuchen. Es kann sein, dass ich hier alles dann nochmal neu spielen muss von diesem heutigen Tag. Da habe ich zwar keine Lust drauf, aber... Na, was bin ich? Wie soll das? Soll nicht. Wer bist du denn? Ich würde gerne mit dir reden, aber ich suche jetzt erstmal den Schamanen und versuche ihn anzugreifen. Ich glaube, Lars. Na? Lars. Ella ist. Lars, die mich. Mann, der geile Hengst auf diesem Planeten. Lars. Der kennt halt auch nicht mehr, ne? Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Okay, hier ist Brennholz. Soll ich das nicht mal klauen? Und dann kann ich das sagen, ja, guck mal, das habe ich euch geholt. Glauben die mir das? Wie heißt der Schamane, der daran glauben muss? Wo bin ich eigentlich gerade? Silke. Grompel. Da muss ich wohl in irgendeiner komischen Mülltonne suchen. Vielleicht ist er da. Lass dir bloß nicht einfallen, hier zu klauen, klar? Sagt wer? Tut mir leid, ich bin etwas nervös. Was macht ein Kerl wie du in diesem Drecksnest? Ich würde gerne mit dir reden, aber ich muss jetzt erstmal dem Schamanen eine hauen. Wo willst du hin? Ich werde einfach abwarten. Ja. Ich will zu eurem Anführer. Der Zugang wird nur demjenigen gewährt, der genug Ansehen in der Stadt genießt. Ich hab hier kein Wort. Na gut, okay. Ich versuche einfach mal irgendeinen Ork zu zerhauen. Steck die Waffe weg. Irgendeinen. Nur am besten irgendeine Wurst hier. Nein, wie wär's mit dem komischen Anführer im unteren Dings? Ja, das machen wir mal. Hier, du. Okay, sind jetzt die anderen Rebels hier auch am Start? Sagen die jetzt so, Maddie, jetzt ist los? Doch. Muss ich den jetzt umbringen? Warte. Ich muss den nur im Mund. Okay. Das wird schon. Es wird schon irgendwie klappen. Und die Erfahrung, die da ausgeschüttet wurde, ist mir jetzt ein bisschen zu hoch, als dass ich sagen würde, nee, da pfeife ich drauf. Wo ist denn der Speicherstand von gerade eben? Ist das der hier? Ja. Ja, und selbst wenn, dann mache ich eben die andere Quest mit diesem Schamanen verhauen nicht, weil ob Zapotec da jetzt hier der Super Babo im oberen Viertel wird oder nicht, das ist mir eigentlich relativ Wurst. Der kann von mir aus weiter Scheiße schippen, na der Mann. Das interessiert mich mal so gar nicht. Es ist übrigens für mich ein ganz anderes Spielgefühl, meine Stimme gar nicht mehr zu hören, während ich aufnehme. Ich habe ja jetzt einen anderen Kopfhörer. Ich weiß nicht, einige von euch wissen, dass das mein anderes Headset so ein bisschen... Ja, erzähl ich gleich. Wie läuft's? Das Bewachen der Gefangenen ist entwürdigend. Ich würde lieber wieder in den Krieg ziehen und euch Maras bekämpfen, statt euch zu bewachen. Kann ich helfen? Das ganze Brennholz vom Gefangenenlager muss in die Mühle zu Gyves gebracht werden. Ja klar. Würdest du lieber woanders Wache schieben? Selbstverständlich. Am liebsten in der Stadt. Die Stadtmauern zu bewachen ist ehrenvoller als diese Arbeit hier. Was machen die Menschen im Gefangenenlager? Die Morras machen Brennholz, das von hier aus in alle angrenzenden Städte des Mittelreichs transportiert wird. Die Morras. Oh ne, ich kann hier mal sägen. Sieg! Tja, wolltest du das noch langsamer machen? Ah, er schwitzt schon. Vom Baum anpacken ist er leider so richtig kaputt jetzt. Verstehe ich. Habe ich auch. Immer wenn ich einen Baum anpacke, dann öle ich auch wie so ein Tintenfisch. Hallo. Lars. Wir kriegen erstmal Pause. Wer bist machen. Du? Mein Name ist Lars.
Ich war einst ein stolzer Krieger aus den hohen Landen von Nordmar. Doch heute vergammle ich hier im Gefangenenlager. Okay, du hast den Krieg gekämpft. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Mir ist nicht zu helfen. Es sei denn, du hättest viel Gold. Ich bin etwa 300 Goldmünzen schwer. Du müsstest mich bei Zapotec, dem Lagerherrn, freikaufen. Verstehe. 300 Goldmünzen nur? Warum sitzt du hier im Knast? Ich habe den Arenameister Barak bestohlen. Auf Diebstahl stehen die Jungs überhaupt nicht. Ja, ich weiß. Du hast im Krieg gekämpft? Ja, ich war damals der Stärkste meines Stammes. Ein Paladin, der... Kannst du mich auch stärker machen? Ja, wenn ich endlich machen könnte, warum ich eigentlich ins Mittelland gekommen bin. Aber dazu müsste ich erstmal frei sein. Ja, was willst du denn machen? Ein bisschen Dönerbude aufmachen oder was? Ich bin hergekommen in Mittelland, um so aufzumachen eine Dönerbude. Das habe ich mir gedacht, das ist wahrscheinlich die beste. Geh jetzt besser. Na, wie wird man denn als Sklave so fett? Das kann denn schon groß passieren. Armer Kerl. Schweine! Ich mag das übrigens nicht, wenn es hier immer so dunkel ist, aber dann läuft das Spiel flüssig. Ajo, Krieges. Warte mal, ich habe mich jetzt wieder verlaufen, ne? Ja, das habe ich. Und da erkenne ich das Brennholz auch nicht so gut, wenn es dunkel ist. Das heißt, ich muss hier gleich nochmal durchlaufen. Wenn es hell ist. Oder ich suche einfach mal ein Bett. Und dann... Zapotec. Wir kriegen beide noch richtig, aber trotzdem. Ich will den Nordmann Lars freikaufen. Na gut. Der Nordmann gehört dir. Es wäre ohnehin besser, wenn er hier verschwindet. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Er hat bisher nur Ärger gemacht hier im Lager. Na gut. Aber erstmal Hayabuzi. Wo ist denn hier ein Bett? Okay, da in der Truhe müsste ein goldener Kelch sein. Gehe ich da ran? Und krieg dann auf die Fresse, oder? Ja, guck mal, er guckt schon. Er schaut mir mitten ins Gesicht. Und als wenn er sagen wollen würde, Maddie. Ja, guck mal, er guckt immer noch. Der hat mich die ganze Nacht hat er mich beobachtet. Warum hat der denn Brennholz bei sich in der Bude? Stell dir mal vor, da macht hier einer... Hier steht nichts Neues. Zündel, ey. Boah, der Typ, ey. Wie ein Lederstrumpf, Teil 3. Tja. Kannst du auch mal... Warum haben die überhaupt so ein Fenster hier reingebaut? Ohne das Fenster wäre meine Diebestour schon perfekt gewesen. Oh. So, ich sprinte mal nicht, sondern ich laufe mal ganz bedächtig hier durch, in der Hoffnung, dass ich hier noch ein paar... Ach, du bist der Koch hier, Dicker. Dicker, isst du da deine Suppe? Die üben hier ja richtig Schwerstarbeit aus, die Sklaven. Also, die müssen ja schackern ohne Ende. Hey, Lars! Ich hab dich freigekauft. Ich hab dich freigekauft. Ach komm, du verarschst mich. Sehe ich aus, als würde ich dich verarschen? Ein Mann mit Ehre. Bin beeindruckt, Freund. Wenn ich dir auch irgendwie helfen kann, sag mir Bescheid. Ich will lernen, die Kälte zu ertragen. Muss ich das machen? Willst du mich im Kampf kennst? Hast du was, um meine Tanzschuhe zu putzen? Den habe ich schon so oft gebracht, oder? Hast du was, um meine Tanzschuhe zu putzen? Das frage ich irgendwie jeden, der irgendwas mir machen kann. Aber bisher war keiner da, der gesagt hat, ja, guck mal hier. Habe ich was. Scheiße, ich habe jetzt ja vergessen, mir Pfeile mitzunehmen, aber die brauche ich unbedingt. So. Ich finde es übrigens einerseits ganz cool, dass hier jeder einem was verkaufen kann, aber andererseits finde ich das auch doof, dass wir jetzt keinen zentralen Händler haben, wo wir einfach mal hingehen können und sagen, pass auf. Gib her. Mach hier keinen Ärger, klar. Und da muss man sich nämlich immer merken, wer... Du solltest jetzt gehen. Wir kriegen beide noch Ärger. Wir kriegen beide noch Ärger? Nein, wenn hier einer Ärger kriegt, dann bist du das. Ist das hier eine Arena? Das ist so eine Arena hier. Jungs, das ist eine Arena. Mach hier keinen Ärger, klar? Wie geht's? Miserabel. Was stimmt mit dir nicht? Fisch. Immer nur Fisch. Ich kann diese stinkenden Dinger nicht mehr sehen. Wie läuft das Fischgeschäft? Anstrengend. Wir fischen hier wie die Bekloppten. Ständig kommen Karawanen und holen die Biester ab. Wir kommen kaum hinterher. Ich stelle mir gerade vor, so bekloppt fischen. Es ist so wie hier
Nobody is perfect, dann. Oder Nobody ist der Größte, heißt der Film ja, glaube ich, auf Deutsch. Fischfass. Warte mal, muss ich die Fischfässer hier selber alle suchen, oder was ist denn da los? Ihr seid mir auch solche Fischfässer. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Nee. Ich habe gar nichts zu tun. Deswegen spiele ich ja auch Videospiele. Hey, wer bist du denn? Ich bin Hardlord. Ich bin, oder besser war, der hiesige Schiffsbauer. War? Ist was nicht okay? Schau dich doch mal um. Diese Drecksorks haben mein ganzes Geschäft kaputt gemacht. Zu allem Überfluss habe ich auch noch meine Werkzeuge verloren. Ich hol dir deine Werkzeuge. Du hast doch hier noch genug Werkzeuge rumliegen. Aber das ist nicht dasselbe. Schon mein Urgroßvater hat mit diesem Werkzeug gearbeitet. Verdammte Ruinen! Und was mit Ruinen? Was genau ist mit deinen Werkzeugen passiert? Also das war so. Ich bin raus, mein neues Boot testen. Auf einmal macht's Rums und das Boot war futsch. Konnte mich gerade noch so an Land retten. Und was hat das mit deinen Werkzeugen zu tun? Ja, ich hatte sie bei mir. Wie gesagt, ich habe mein Boot getestet. Da waren zwei Viecher, die mich beinahe zerfleischt hätten. Hab sie mit den Werkzeugen beworfen. Hatte gerade noch so Glück. Was? Der hat die mit... Erzähl mir von diesen Kreaturen. Der eine war ein Lurker. Widerliche Biester. Nimm dich vor ihren Klauen in Acht. Und das andere Vieh? Das war ein Varan. Mann, hatte ich Glück, dass ich meine Werkzeuge dabei hatte. Hab sie ihnen direkt ins Maul geworfen. Und nun stehe ich da, so ohne nix. Hab leider genug zu tun mit meinem neuen Boot, sonst würde ich denen mal ordentlich... Was? Schon klar. Ein wenig feige, was? Ich bin halt ein Bootsbauer und kein Schwertschwinger. Wäre ich Krieger, würde ich in der Arena kämpfen. Okay, ich bring dir die Werkzeuge. Super. Gib Bescheid, wenn du sie hast. Was krieg ich dafür? Ich denke, ich habe noch wohl ein paar Goldstücke. Das ist nett von dir. Wie stehst du zu den Orks? Scheiß Bande. Hoffe, denen zeigt's mal jemand. Aber ich sollte nicht zu laut reden. Ich lasse sie in Ruhe und sie mich. Nur die Nachfrage nach Booten ist nicht mehr da. Die Orks lassen keinen Schiffsbau für große Sachen mehr zu. Warum? Woher soll ich das wissen? Dein Großvater. Ja, das war noch ein Haudegen. Kam von den südlichen Inseln. Hat sich hier niedergelassen und die Kunst des Schiffsbaus hierher gebracht. Er hatte das Werkzeug von den südlichen Inseln. Damit geht alles richtig gut von der Hand. Welche Ruinen? Sag mal, bist du blind? Guck mal da zum See. Diese riesigen Mauerreste. War mal eine alte Burg der Paladine. Dann hat irgendwer in Trelis den Fluss zum Meer gestaut. Bestimmt so ein paar verrückte Magier. Und schwupp, weg war die Burg. Mann, haben wir gelacht, als auf einmal die Blecheimer aus dem neuen See krochen. Und nun sind die Überreste der Burg gefährliche Bootsschlitzer. Die Ruinen haben schon so manche Boote zum Versinken gebracht. Aha. Was wurde aus den Paladinen? Die waren mächtig sauer. Der König hat ihnen dann die Burg bei Gotha gestellt. Keine Ahnung, was aus ihnen wurde. Wo finde ich Gotha? Okay, das wird ein wenig komplizierter. Geh nach Süden, wie als wenn du nach Trelis willst. Kurz vor Trelis ist eine Abzweigung nach Montera. An Montera vorbei Richtung Norden. Auf dem Weg. Solltest du nicht verfehlen. Das mache ich gerne. Wo finde ich das Zeug? Gute Frage. Ich würde um den See herum suchen. Die zwei Biester, die mich angegriffen haben, sollten dort noch herumlungern. Ich hoffe, sie verrecken an meinen Werkzeugen. Ah. Okay. Ich glaube, er ist hier der Bekloppteste. Von allen. Mit Abstand. Naja, bis zum nächsten Mal.